Alle deutschen Hersteller haben die Tokyo Motor Show in diesem Jahr abgesagt. Nur Alpina ist vor Ort. Herr Bovensiepen, was hat Sie bewogen, trotzdem hierher zu kommen? Ja, Frau Prima, in erster Linie ist es der Auftritt unseres japanischen Importeurs. Und ja, wir feiern 30 Jahre zusammen mit unserem Importeur Nicole hier in Japan. Und deswegen war es wichtig, hierher zu kommen und Flagge zu zeigen. Welche Autos stellen Sie hier speziell in den Fokus? Was interessiert die Japaner? Ja gut, die Japaner interessieren jetzt zwei Dinge. Zum einen unser neues Flaggschiff, das ist der B7 als Langversion für den Markt hier. Und für Japan neu ist der D3 Diesel. Das ist der erste Sportdiesel in Japan, den wir hier auf der linken Seite sehen. Das heißt, Sie rechnen damit, dass der Diesel in Japan doch noch ein Erfolg wird? Im Prinzip ist er im Moment nicht sonderlich gefragt. Ja gut, wir denken speziell für Alpina, wir füllen eine kleine Nische und da sehen wir schon einen Markt für Autos, die eben sehr speziell sind, die sehr exklusiv sind. Und da sehen wir schon den Diesel, der auch beim Fahren mit dem großen Drehmoment überzeugt, dass wir da sehr erfolgreich sein können. Wir haben auch jetzt schon ca. 80 Bestellungen und das Fahrzeug ist erst seit ungefähr 4 Wochen in Japan bekannt. Können Sie uns etwas erklären, wie viele Autos Sie im Jahr in Japan verkaufen und wie wichtig dieser Markt überhaupt für Ihr gesamtes Geschäft ist? Ja, gerne. Sehr einfach. Wir verkaufen circa weltweit 1000 Fahrzeuge und in Japan 20% davon. Also in 2008 haben wir 190 Fahrzeuge im japanischen Markt geliefert. Also schon ein sehr wichtiger Markt für uns. Nun sieht man speziell auf dieser Messe immer mehr Hybridkonzepte, immer mehr Autos, die gerade mal 3 Liter verbrauchen. Wie wichtig ist das für eine Marke wie Alpina, auch verbrauchsgünstige Autos künftig anbieten zu können? Ja gut, Alpina steht schon seit Jahrzehnten für ja, Power und Economy. Also das heißt letztlich im Bereich unserer Klasse wollen wir immer die Best-in-Class-Verbrauchswerte haben. Natürlich können wir nicht mit einem 3-Liter-Auto antreten, aber unser kleiner Diesel hat 5,4 Liter Verbrauch und 144 Gramm CO2-Emission. Und ich denke, für einen exklusiven Hersteller ist das schon ein Zeichen. Nun startet ja BMW bald mit dem Verkauf der Hybridversion des 7ers. Ist es für Sie denkbar, das auch unter dem Markennamen Alpina irgendwann zu adaptieren? Wie Sie richtig sagen, denkbar ja. Ja, wir lassen jetzt im allerersten Schritt mal die großen Hersteller Erfahrung sammeln, aber ich denke, im zweiten Schritt werden wir diese Technologie auch aufnehmen und in Alpina-Modellen umsetzen. Können Sie uns zum Schluss noch erklären, wie das ist, wenn man hier als kleiner Hersteller herkommt auf die Tokyo Motor Show und den Stand aufbauen muss? Ist das wie in Frankfurt oder verläuft es ganz anders hier? Ja gut, generell ist die Arbeitsweise in Japan natürlich ein bisschen anders. Die Europäer sind natürlich stärker Individuen und die wissen kreativ, was sie zu tun haben. Und hier ist es schon, sind noch genauere Vorgaben gefragt, um das so umgesetzt zu kriegen, wie man es haben möchte. Aber danach ist es kein Problem.